Ja. Das war der Präsident des Landeskriminalamts. Ob wir von einer Entführung wissen hier in Frankfurt. Achtung, Entführung. Wir haben Ihren Sohn entführt. Vollkommen ungewöhnlich ist, dass der Autor des Briefes einen Zeitpunkt für die Übergabe nennt und sogar den Übergabeort. Die Tatphase und die Zeit nach der Tat wirken ziemlich schlecht geplant. Herr von Metzler, es gibt viele Anzeichen, dass der oder die Entführer nicht sehr professionell vorgeht. Es darf dem Jungen nichts passieren. Nimm die Beutel auf. Achtung, das ist unser Mann. Zugriff! Polizei! Wo ist der Junge? Sag uns, wo der Junge ist! Das ist Jakob von Metzler. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe mit der Entführung nichts zu tun. Er schindet Zeit. Gefgen ist im Begriff, ein Kind zu ermorden. Deshalb dürfen wir Gefgen Schmerzen androhen und auch zufügen, wenn er nicht spricht. Seitdem du hier bist, hast du uns ständig angelogen. Du hast unschuldige Menschen belastet. Das hier ist kein Spiel und kein Spaß! Ich brauche einen Amtsarzt, der das hier im Notfall betreut. Das Kind ist nicht am Langener Waldsee. Der Dreckskerl hat uns die ganze Zeit angelogen. Wie es scheint, hat er das Kind schon am Freitag umgebracht. Unmittelbar nach der Entführung. Immerhin, dass sie das Wort Foltern benutzen, das ist ungeheuerlich. Er hat gesagt, ich werde mit zwei fetten Negern in eine Zelle gesperrt. Die würden mich dann vergewaltigen und dann würden sie mir solche Schmerzen bereiten, wie ich noch nie welche erlebt hätte. Ich hatte wirklich Angst, dass ich da nicht mehr lebend rauskomme. Echte Todesangst. Wenn man das nicht erlebt hat, dann kann man sich dieses Gefühl nicht vorstellen. Sie wussten, dass die Gesetze keine Gewaltandrohung erlauben. Als Polizist hatte er die Pflicht zur Gefahrenabwehr. Er musste das Leben des Kindes retten.